Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 21. Oktober 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 719 und heute habe ich die folgenden Themen für euch mitgebracht. Rosenkranz, Mark Hurd, Linux aus, Erpresser, Pixel 4, Kick und Doorbell. Ich beginne gleich mit diesem Rosenkranz. Ein elektronischer Rosenkranz, sowas hat doch noch gefehlt. Das dachte sich der Vatikan in Verbindung mit Acer, denn Acer war diejenigen, die das gebaut haben. Und ja, in Italien kann man den jetzt kaufen. Hat 8 verschiedene Perlen dran und also Zwischenperlen, kann damit der Rosenkranz gebeten werden. Das Ganze ist verknüpft mit einer App auf eurem Smartphone der Wahl und somit habt ihr nicht nur die Gebete im Griff, bekommt auch immer wieder mal saisonale Gebete, also jahresaktuell Gebete auferlegt und es wird auch noch ein bisschen Fitness mitgetrackt. Was es nicht alles gibt, finde ich sehr spannend und werde ich auf jeden Fall für meine Mutter ganz genau mal anschauen. Mark Hurd, wenn ich es denn richtig ausspreche, Gott hab ihn selig, wie man so schön sagt, der CEO oder einer der zwei CEOs vom Software-Riesen Oracle ist er überraschend verstorben. Im Alter von 62 Jahren ist er während einer kurzen Auszeit, die er eigentlich nehmen wollte, um sich ein bisschen um die Gesundheit zu kümmern, seiner Krankheit erlegen. Sehr, sehr traurig, wenn man bedenkt, wie lang der Herr bei Oracle mit vorne dabei war. Über 10 Jahre hat er einen Job da und hat den auch sehr gut gemacht, wie man in den letzten Jahren immer wieder gehört hat. Sei ein sehr fähiger und ein schneller Mensch gewesen, kam damals von HP, damals wurde er bei HP rausgeschmissen und Larry Ellison, der Oracle-Gründer, meinte damals, dass das von HP die schlechteste Entscheidung gewesen wäre in der Computergeschichte, direkt nach dem Idioten, der Steve Jobs damals bei Apple rausgeschmissen hat. Ja, traurig, traurig. DeX, auch traurig, Samsung DeX ist ja die Umsetzung von Windows Continuum. Damals, wo es noch Windows-Smartphones gab, hat man ja bei den Lumia-Geräten die Möglichkeit gehabt, diese an Computer anzustecken und dann einen eigenen PC gehabt, also PC-ähnliche Darstellung gehabt. Und das führt ja quasi Samsung mit seiner DeX Geschichte weiter, hat vor 2 Jahren, war das glaube ich schon her, eine Linux-Support-Unterstützung angeboten oder angekündigt, das dann auch gebracht in der Beta, Anfang des Jahres auch nochmals ausgebaut und jetzt gab es die Meldung, dass mit der Android 10 Beta das Ganze dann aus dem Sortiment rausfliegt. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass das einfach zu wenig genutzt wurde. Das ist natürlich Spekulation meinerseits, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie in die Richtung geht. Ja, ihr kennt sie sicherlich, die ganzen Mails, bei denen Leute Geld von euch möchten. Da gibt's auch immer wieder mal Erpresser-Mails und aktuell gehen die ganz stark wieder rum auf ganz vielen Mails, die halt Leute, die Blogs betreiben und da gehöre ich unter anderem dazu, Podcasts betreiben, also öffentlich verlinkte E-Mail-Adressen haben, da kommen sie dann rein. Irgendwie steht da drin, Checkpoint Research hat das herausgefunden, ein riesen Bot-Netzwerk, die eben diese Mails verteilt, die dann einen beschuldigen, auf Erwachsenenseiten rumzusurfen und dabei Dinge zu tun, was man nicht tut. Und ja, die Kamera soll das mitgeschnitten haben. Und wenn man nicht irgendwie 0,0 irgendwas Bitcoin überweist, wird man das Ganze an alle seine Kontakte verschicken, also das Video davon. Insgesamt haben die innerhalb von den knapp 5 Monaten, zumindest das, was man nachweisen konnte, 110.000 US-Dollar zusammengekriegt. Also da hat der eine oder andere gedacht, das will ich nicht, ich zahle mal lieber. Liebe Leute, fallt auf solchen Quatsch nicht rein, löscht das gleich wieder und lasst das sein. Sein lassen hätte Google auch etwas und einfach ein Update nachreichen sollen. Google hätte das Pixel 4 vorgestellt und ich habe mich mit Jan in der letzten GeekTok News Folge noch darüber unterhalten, dass ich finde, dass es zu wenig Speicher hat. Eigentlich nicht mal so, weil die 4K-Videos können nur 30 Frames und das bei einem Flagship-Smartphone von heutzutage, also 2019, wohlgemerkt Ende 2019, einfach nicht mehr zeitgemäß. Das können sogar günstigere Geräte,
die eben mit 60 Frames per Second, also pro Sekunde, auflösen. Und Google hat jetzt da nachgebessert und gesagt, ja, aber die meisten Menschen würden eh nur mit 1080 aufnehmen, und hatte noch zwei, drei andere Geschichten. Ja, zum Beispiel, genau, das muss ich köstlich lachen darüber. Der interne Speicher sei ja auch nicht so groß, dass man die größeren 4K-Videos aufzeichnen können oder besser speichern können. Ja, da hat sich Google gleich ein zweites, selber ins Bein geschossen. Denn ja, bei den kleinen 64 GB Modell fehlt auch der MicroSD-Kartenslot, womit man das ja eigentlich umgehen könnte. Google, liefert doch einfach ein Update nach, weil von der Hardware her wäre das kein Problem. Mögt ihr euch erinnern über die News, dass Kick, der Messenger, der anonyme Messenger, eingestellt wird im Oktober diesen Jahres? Ja, jetzt ist soweit, Oktober ist da und auch schon fast das Ende vom Oktober. Und die erfreuliche Meldung, es wurde ein Käufer gefunden. Media Lab, die haben unter anderem Whisper und Deadpiff gekauft. Das zweite kenne ich nicht, das erste habe ich irgendwo in meinen Gehirnwindungen drin, kann es nicht einordnen, muss ich auch gerade nicht, aber auf jeden Fall ist es eine Bude, die immer wieder mal was dazu kauft, und jetzt sind wir mal gespannt, was sie daraus machen. Das erste, was sie machen möchten, ist die Gruppengrößen, also bei Gruppenchats, die Nutzeranzahl zu erhöhen von den aktuell 50, die möglich sind. Somit aufschnauben für all diejenigen, die diesen Dienst genutzt haben und auch noch weiterhin nutzen möchten. Zu guter Letzt habe ich noch eine Neuigkeit aus dem Arlo-Universum, der Netgear-Unterfirma, die sich ja mit diesen ganzen Kameras und so Geschichten befasst, und die bringen jetzt auch ein Doorbell, also eine Türklingel mit Video und Audio, und zwar Audio zwei Wege, also in beide Richtungen. Somit, wenn bei euch jemand draufdrückt, nimmt eine 180-Grad-Kamera das Ganze auf, wer da vorne drauf ist und wer da drauf ist, ihr seht es, ihr könnt mit der Person euch unterhalten, Paket irgendwie hinter das Haus legen oder irgend sowas oder beim Nachbar abgeben. Ein weiterer Competitor zu den Ring, Klingel, Videokamera-Klingel-Dingen, und das schadet auf jeden Fall nie. Mal schauen, vielleicht werden wir das anschauen. Kommt erst Anfang 2020, somit hat man noch ein bisschen Zeit, um sich da zu entscheiden. Das war's mit den Neuigkeiten für den heutigen Tag. Euch wünsche ich einen guten Start in den heutigen Montag, und ja, wenn ihr mögt, wir hören uns gerne morgen wieder. In dem Sinne, bis bald, euer Pokipsi. Tschüss! Hört mehr Geek Talk.